Wir wissen es natürlich nicht, aber so schnell wie die Elefanten die verputzen, gehen wir davon aus, die schmecken schon. Es ist eine ganz besondere Spezialität und Nascherei, denn die gibt es ja natürlich nur jetzt zu dieser Jahreszeit nach Weihnachten. Und das ganze Jahr über haben wir halt nicht so einen großen Tannenbaumbedarf hier im Zoo. Wir freuen uns natürlich immer, wenn die Berliner sich für den Zoo Berlin engagieren. Aber Bäumchen, die im Wohnzimmer standen und die Privatpersonen an uns spenden wollten, die nehmen wir auf keinen Fall an. Da könnt ihr ja noch Lametta oder so was dranhängen. Wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind unbehandelte Bäume, also Biobäumchen, die nicht verkauft wurden. Die werden dann von den Weihnachtsbaumverkäufern zusammengepackt und dann Anfang Januar zu uns gefahren. Und dieses Jahr waren sogar 2 Wagenladungen voll. Also wir freuen uns. Ich stell mir vor, es ist ganz schön kitzelig. Bei den Elefanten auf jeden Fall. Die benutzen die Bäume ja auch immer als Rückenkratzer oder kleines Massagegerät. Auch bei den Rentieren haben wir schön gesehen, hinter den Ohren wird da auch mal ein bisschen geschrubbt. Also ich denke, es ist so ein leichtes Peeling.